Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Art Journal featuring Viva Decor. In dieser Serie stelle ich für euch verschiedene Produkte von Viva Decor vor und ja, arbeite immer mit einem schwarzen Ton bzw. Tonkarton. Heute geht es um die Modelliercreme von Viva Decor. Ich habe da so einige Farben. Es gibt glänzende und nicht ganz so doll glänzende. Und da sieht man den Unterschied. Das Grün ist nicht glänzend, das Perlmutt war natürlich glänzend. Es gibt dann verschiedene Gebinde. Es gibt einmal die großen Gebinde mit 250 Milliliter und die kleinen Gebinde mit 90 Milliliter. Ja, hier sieht man einmal die Konsistenz. Das ist so ein Gel, also richtig fest und ja, fluffig. Ist so ein bisschen wie warme Butter. So würde ich das jetzt beschreiben. Das ist jetzt ein großes Pöttchen. Und ich werde jetzt für den heutigen Versuch in meinem Art Journal das große Pöttchen hier in Blau nutzen. Zudem benutze ich wieder Spachtel, Pinsel und Schwämmchen. Meine drei Farben, also einmal einen lila Ton, einen Blauton und ein ja, Weiß-Perlmutt-Ton. Damit das Ganze dann nicht zu langweilig wird, habe ich jetzt den Zeitraffer angemacht und trage jetzt mit dem Spachtel erstmal von dieser Modelliermasse, ja, so punktuell ein bisschen was auf. Das mache ich dann auch mit dem Perlmutt. Und auch mit dem Lila. Wenn das dann alles aufgetragen ist, verteile ich es ordentlich mit einem Schwämmchen. Dabei entsteht eine super schöne Struktur in der Modelliermasse. Es wird also nicht ganz glatt, sondern so ein bisschen unruhig. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Pinsel, macht eine andere Struktur und ja, wirkt ganz anders, macht immer so ein paar Linien, feine Linien rein. Ihr könnt das auch dick aufspachteln, also da gibt es eigentlich keine Grenzen mit dieser Modelliermasse. Man kann dazu sagen, diese Modelliermasse hat durch ihre Konsistenz, also dadurch, dass sie eher cremig und gelig ist, nicht so das Problem wie andere Modelliermassen, dass die dann, wenn man sie ja sehr, sehr stark aufbaut, ja so einen doofen Effekt bekommen, sondern diese Masse kriegt einen super, super schönen, glänzenden Effekt, wenn man ihn ein bisschen aufbaut. Passt aber, wenn ihr das etwas dicker aufbaut, darauf auf, dass ihr das lange genug trocknen lasst, nicht, dass ihr in eure schöne Struktur danach Macken reinhaut. Mein Hintergrund ist jetzt soweit fertig. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, auf jeden Fall diesen Hintergrund noch mit einer Spachtelmasse bzw. mit dem Schablonieren zu, ja, dekorieren, habe dazu eine Schablone genommen mit kleinen runden, ja, Punkten, würde ich jetzt mal sagen. Das hat mich so ein bisschen so an Galaxie und Sternenhimmel erinnert. Deswegen habe ich mich für diese Schablone entschieden. Ich habe jetzt leider natürlich ein A3 Papier. Ach, stimmt gar nicht, ein A5 Papier. Und die Schablone ist nur 15 mal 15, aber das macht überhaupt nichts. Ich mache das jetzt so. Es ist ja wirklich nur für mein Art Journal, um mal so zu schauen, wie die verschiedenen Dinge so funktionieren. Ich klebe die Schablone auf jeden Fall oben und unten immer fest und trage jetzt mit dem Spachtel die Modelliermasse auf. Dabei müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die Schablone sich nicht anhebt und ihr die Farbe drunter schiebt. Das passiert doch schon mal schneller, wenn das Papier so ein bisschen wellig geworden ist. Ja, ich gehe dann hier auch nochmal mit dem Blau rein. Ihr könnt das auch vermischen, das funktioniert auch. Jetzt trage ich nochmal ein bisschen Weiß auf, weil ich wollte, dass das so ein bisschen, ja, marmoriert ist sozusagen. Und oben trage ich dann noch mal von dem Lila was auf.
So, jetzt müsst ihr die Schablone ganz vorsichtig ablösen. Auf jeden Fall Schablonen immer ablösen, bevor es angetrocknet ist. So, und das ist das Ergebnis. Sieht doch schon so ein bisschen aus wie so eine Sternenlandschaft oder Planetenlandschaft. Ja, das müsst ihr jetzt auf jeden Fall gut durchtrocknen lassen. Bloß nicht drankommen, legt es gut weg, damit da nichts passiert. Ich habe mich noch entschieden, euch einmal zu zeigen, wie das ausschaut, wenn man das nicht drauf schmiert, sondern eben drauf tupft, beziehungsweise drüber tupft mit einem Schwamm. Das demonstriere ich euch jetzt. Das gibt halt eine andere Struktur. Genau. Seht ihr das? Bei dem Getupften ist es halt ja so ein bisschen wilder als bei dem Gestrichenen. Ihr könnt auch mit der Gabel durchgehen oder mit anderen Dingen durchgehen, um dann noch mehr Struktur zu erreichen. So, das war dann wieder eine Folge von Art Journal featuring Viva Decor.